Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 76 hier in der Beta. Ich habe bereits einen neuen Fehler erkannt, und zwar, wenn man spawnt auf seinem Gebäude, ich stand ja hier, dann existiert das Gebäude noch nicht, wenn du spawnst und du landest da unten. Also solltet ihr mal euch an eine Schlucht ansiedeln, stellt euch nicht auf euer Gebäude. Ist wahrscheinlich keine gute Idee. Naja, wir waren gerade schön beim Bauen und, ach doch, war richtig. War richtig, so. Und wir wollen heute erstmal noch ein bisschen weiterbauen. Wir haben ja noch genug Holz. Ich kann das Ganze hier noch ausweiten, ne? Frage ist nur, wie weit. Gegenstand kann nicht platziert werden. Ausgewählter Gegenstand schwebt. Okay. Kann ich sie irgendwie... Ne, stacken kann ich sie nicht. Ah, schade. Könnte natürlich alles nochmal einsammeln, ne? Lagern. Wieder verwerten? Nein. Lagern, verwenden, ersetzen. Versetzen wir sie halt. Aber ich habe keine Schmerzen mit. Ich möchte das auf jeden Fall so aufbauen, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz nach vorne haben. Dass wir quasi auf der Schlucht sind. So ein bisschen, dass ich mir so eine kleine Terrasse, so einen kleinen Balkon machen kann. Das heißt im Endeffekt. So. Hä? Braucht Unterlage, aber es geht auch. Okay. Wir nehmen hier den höchsten Punkt. Stellen den dahin. Gegenstand schwebt. Hallo? Was geht mit dir ab, kleiner Krabbler? Hey! Kommst du mich etwa besuchen? Finde ich ja nicht so nett. BTF? Na gut. Ja, das mit dem Bauen ist noch ein bisschen kompliziert. Wir werden ja hier so wahrscheinlich sowieso nicht auf ewig bleiben. Aber ich würde es halt trotzdem irgendwo gerne schön haben. Kann man doch verstehen, oder? Gut, dann gehen wir halt noch ein bisschen zurück. Und gucken jetzt. Es geht. Okay, perfekt. Wir haben die Ausgangsposition, die ich haben wollte, erreicht. Dein Ernst jetzt? Gegenstand schwebt. Wo schwebt denn der? Der schwebt doch nicht. Du kannst mir doch nicht sagen, dass der schwebt. Ach so, lagern hier. Ah, okay. Ja. Ja, dann würde ich sagen, komm, ganz ehrlich. Komm mit, Kleiner. Wir stellen uns woanders hin. Irgendwo, wo es besser ist. Oh, guck mal, das ist noch ein kleiner Roboter. Oh, ist jetzt mein Haus immer noch da hinten? Ist ja gut, Kleiner. Reg dich mal ab. Reg dich mal ab! Oh nein. Was hat er gerade geschossen? Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ich will ein Häuschen bauen. Oh. Ich will nicht behaupten, dass du mich aufregst, Kleiner, aber du regst. Jetzt geh doch endlich mal kaputt, ey. Okay. Wie sieht's hier aus? Das ist da, wo wir uns sowieso schon aufgebaut hatten. Ja, gut. Ja, Kacke. Jetzt kostet mich das wahrscheinlich Geld und ich habe noch kein Geld. Müssen wir uns jetzt hier aufbauen.
Oder kann ich ein Stückchenweise verschieben? Nein. Ich habe mir das Gebiet ausgesucht, geil. Okay, wir haben uns dieses Gebiet ausgesucht, jetzt müssen wir hier bauen. Dann machen wir es doch anders. Kann ich dich außerhalb aufstellen? Nein. Stellen wir dich hier hin und dann... Ah gut, dann... Bauen wir uns halt hier so auf. Wir machen einfach mal so ein Häuschen hier mittendrein. Wir stellen uns auf jeden Fall noch um. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Eines Tages. Wenn wir einen anderen Ort finden und Geld haben. Ey, ich bin so blöd. So. Das ist doch kacke. Ich will nicht so ein kleines Haus haben. Oh, Mann. Okay. Wie teuer ist denn das? 5 Kronkorken. Ich habe höchstwahrscheinlich 0. Ja gut, dann müssen wir halt mit diesem kleinen Bereich leben. Gucken wir uns erstmal die Möglichkeiten an, ne? Schade eigentlich, schade. Also, hätte mir vielleicht einen anderen Ort aussuchen sollen. Nächstes Mal ein bisschen ebener wählen und dann ist gut, hä? Ach, guck mal, wie cool ich aussehe. Ich will bauen, danke. So, Fundament hätte... Oh, ich hätte hier ein Fundament hinbauen können. Oh mein Gott. Vielleicht machen wir das jetzt auch noch. Kann ich hier einfach in die Luft setzen? Nö. Ah, ich habe keinen Beton. Okay. Das erklärt natürlich einiges. Na gut, dann Wände bitte. Gucken wir uns mal die Wandmöglichkeiten an. Gibt es keine schöneren? Ja, weißt, diese Wände sind schön, weißt du, aber die sind krumm und schief. Da müsste ich halt so bauen. Finde Baupläne. Oh. Eine Steinwand. Dafür brauche ich Baupläne. Das ist also Late Game, ja? Okay, ich verstehe. Wir beginnen mit einem Holzhäuschen und gehen dann irgendwann ins Late Game. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir bauen den Kollegen hier auf. Und darauf bauen wir den hier. Ich glaube, das sollte ja so für Dächer dienen, ne? Na gut. Was soll's. Bauen wir hier unsere Butze auf. Wir müssen ja auch unsere Waren irgendwie sichern. Oh, ich habe kein Holz mehr. Geil. Ja, gucken wir uns an, was es noch gibt. Wir haben auch die Auswahl, Dächer zu bauen. Ach, guck mal, hier eine Tür. Dächer... Ach, wir können nicht mal Dächer bauen. Und, weil uns das Holz fehlt? Ah, okay, uns fehlt das Holz, kennt nicht die Blaupause. Eine Leiter. Türen. Herstellung, okay. Powerrüstung, oh Gott. Kann ja auch noch was werden, Geschützturm. Schutz. Richtige Zäune, ja. Was ist das? Eine Sirene. Ah, okay. Huch. Artillerie. Wofür man noch so einen ganzen großen Kram braucht. Ah, guck mal, so ein Generator. Stromanschlüsse. Strom können wir also auch machen. Licht. Essen. Ja, guck mal, wir können Essen auslegen. Geil. Oder machen wir das doch. Okay, wir hatten eine Karotte. Ein Mais. Ein Kürbis. Melone. Hier ein Strauch.
Topfpflanze. So. Jetzt haben wir sie alle. Gut, wer können wir nicht bauen? Das ist meine erste Hütte. Ich bin schon sehr, sehr stolz auf meine kleine Hütte. Die ich nicht so wirklich mag. Aber eines Tages. So, wir haben eine Produktion pro Stunde. Frag mich nicht, was das bedeutet. Transfer. Gesamten Schrott abladen. Sehr schön. Wir haben Bauplan. Ah, müssen wir darauf klicken, damit wir das erlernen? Gegenstände. Bonus, Notizen, Rezept. Ah, okay. Herstellungsgegenstand freigestellte Blutblattee. Und leeres Maulwurfsrattenhack. Metallbett. Bürgerkriegskleid. Na cool. Na gut. Dann würde ich sagen, lassen wir unsere Behausung erstmal hier stehen. Ich frage mich, was passiert, wenn jemand anderes Fremdes das findet, ob er es irgendwie zerstören kann. Alle arg, weißt du? Nur halt ohne Tierchen. Mal, wir lassen uns mal überraschen. Wir gehen hier auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen spazieren. Sammeln hier noch ein bisschen Loot auf und finden das Cowspots Creamery. Ich sehe Gule. Okay, viel Munition habe ich nicht. Eine gelbe Tür. Ah, wir haben hier direkt eine Bastelwerkstatt um die Ecke. Das ist doch nicht schlecht. Nebenan zu Hause Bastelwerkstatt müssen wir nicht unbedingt bauen. Werden wir aber trotzdem tun, damit ich nicht mal hierher laufen muss. Hallo, Ghoul. Oh, ein wilder Ghoul mit einem Krönchen. Ein Feuerwehrmann. Ha. So, mal gucken. Ihr habt bestimmt speziellen Loot, ne? Wilder Ghoul. Anforderung eines Vorratsabwurfs. Fordere einen staatlichen Airdrop ab. Lade das Holoband zur Anforderung von Vorräten hoch. Okay, kann ich das hier ausschalten? Dann müsste mir die Quest angezeigt werden, ne? Oh, hi. Ein Schlag, ein Treffer und kaputt. So, wo muss ich dafür hin? Nein, oh Gott. Das war ein Headshot. Herausforderung abgeschlossen. Stufenaufstieg. Ja, du kannst deiner Karte zu Events schnell reisen. Button für Events. Da muss ich das Holoband laden, ne? War ich da schon mal? 7 Kronkorken. Ich habe ja gar kein Geld. Ich habe 3 Kronkorken. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich zu Fuß laufen. Guck mal, hier sind auch noch Leute. Ich hoffe, die finden meine Basis nicht. Gut, da gibt es auch momentan nicht viel zu holen. Von daher. Was für Events? Gesucht. Ah, oh, wir können Kopfgeldjäger spielen. Ich meine, der ist Stufe 10, den werden wir nicht kriegen, aber... Gesucht, 40 Kronkorken. Starte Poseidon neu. Kriegen wir den? Wir müssen Richtung Süden, ne? Die sind aber zu zweit. Ich bezweifle, dass ich die bekomme, also ganz ehrlich. Ich werde sowas von draufgehen bei der ganzen Aktion. Aber ich glaube, der... Kann das sein, dass er gerade schon einen Kampf führt mit jemandem? Mit dem? Das heißt, wenn ich andere Spieler schlage, dann kriege ich auch sowas. Werde ich auch gesucht, oh.
Ich habe ehrlich gesagt nicht die richtigen Waffen dafür für einen Kampf. Eigentlich bräuchte ich eine Sniper. Dann hocke ich mich hier hin, dann schalte ich ihn aus. Zwack ist jetzt gesucht. Ja, die sind schon am Fighten. Komm, Jungs! Ich weiß zwar nicht, wer von euch dieser Zweig ist, aber egal. Poseidon Energy. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Ich wiederhole. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Im Poseidon Energy Kraftwerk WV-06 hat es einen kritischen Zwischenfall gegeben. Spezialteams sind unterwegs. Bleibt bitte drinnen und wartet auf weitere Anweisungen. Ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Oh, ich habe keine Munition mehr. Meine Kronkorken! Das sind meine Kronkorken, Mann! Gib mir meine Kronkorken! 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 Huch! Lass mich in Ruhe, ich habe mir meine Kronkorken redlich verdient. Stimmt, die Flitzpiepe hat mich wahrscheinlich auch gehört, wie ich jetzt gequatscht habe. Kann ich ihn auch looten? Kann ich ihn looten? Nein. Ach, der hat mit Ding gekämpft. Ich überlege noch, ob ich meine Talk Power quasi ausmache. Aber ich weiß nicht, mal gucken. Es ist ein bisschen doof, wenn ich mich anschleiche an jemanden, der gesucht wird. Und ich dann aufs Maul kriege, weil er schon weiß, dass ich komme. Ja, ist doch gut. Ich wollte nur die Kronkorken haben. Was? Nimm einfach Achso, das ist ein scheiß Event. Oh. Ach du Scheiße. Okay, was jetzt? Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich brauch kaum Munition oder so. Scheiße. Ich müsste eigentlich eine neue Waffe ausrüsten, um mich zu verteidigen. Ach, guck mal, da ist Zwack. Will er sich jetzt rächen? Oh Gott, ich hoffe nicht. Oh Gott, ich. Okay. Munition, Munition da. Wo der baut er da? Ist das denn zu Hause? Einfordern, ah! Verdammt! Nein! Och Mann! Netzwack! Willst du dich etwa rächen? Keine Sorge, du bist kein Gesuchter mehr. Ich muss dich nicht töten. Okay, ich hab's jetzt kapiert. Ja, jetzt ist zu spät, aber egal. Fakt ist, ich hab richtig Kronkorken bekommen. So richtig. Ach, schön. Achso, das Event geht noch weiter. Dafür muss ich da hoch. Ein Jagdgewehr, nice. Okay, der Laster hat auch einen Energiebalken. Ist interessant. Oh Gott. Ich müsste das Jagdgewehr ausrüsten. Moment.
muss da hoch, ne? Dreck. Okay, Zwack ist immer noch da. Was auch immer er da tut. Deswegen nutzen wir einfach mal die Gelegenheit und gehen hier hin. Hier war irgendwo der Eingang, ne? Lauf doch nicht weg. Ich hab nicht genug Leben, um hier voranzukommen. Aber ich kriege hier ordentlich Blut. Okay. Aber auf jeden Fall erstmal alles einsammeln. Gut, Freunde, ich würde sagen, an diesem Punkt beenden wir einfach mal die Folge und da ist jemand. Sehen wir uns morgen wieder. Mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.